sitzt aber frisch. Herr Valentin, Fassbindermeister, Chemier, Handwerker und Felix, der Lehrling. Der Arbeitstag beginnt und wie gewöhnlich bestimmt Herr Valentin, was heute gemacht wird. Heute wirst du die Reparatur beiseite lassen. Da haben wir den Auftrag Neral, der auf uns wartet. Ein halbes Ochshaupt aus amerikanischem Eichenholz. Gut, 620 Liter, circa 30 Fassdauben. Seit den ältesten Zeiten ist die Form eines Fasses immer dieselbe geblieben. Zwei durch ihre Basis aneinander gestellte Kegelstümpfe. So kann, wenn man auch ein geometrischer Laie ist, der Inhalt dieser Holzgefäße errechnet werden. Aber Meister Valentin und sein Gehilfe Crémieux bauen nicht zum ersten Mal ein Ochshaupt. Sie kennen die Maße. 8 Uhr, das Dorf belebt sich. Wir sind in Lunel in der Provinz Hérault, Land des Weines und der Fässer. Das in der Fassbinderei verwendete Holz ist Daubenholz. Qualitätsware wird aus Eichenholz gefertigt. Die fehlerfrei gewählten Blöcke werden nicht gesägt, sondern zur Hälfte in Scheitel oder Achtel gespalten. Da Wipfel- und Markholz nicht verwendet werden können, ergibt ein Block nur 30-40% Daubenholz, welches den notwendigen Widerstand und die genügende Elastizität bietet. Am Geruch erkennt man die Holzart, ob es gut trocken ist und dem Wein einen guten Geschmack gibt. Ein guter Fassbinder kann ein Fass in 2 Tagen fertigen. Er darf aber keine Zeit verlieren. Zuerst wird das Daubenholz nach einer Schablone zur Länge geschnitten. Mit einer flachen Axt behaut der Gehilfe den Daubenteil, der später die äußere Fläche des Fasses wird. Er formt derart an den beiden Außenseiten ein Polygon, das er später abrundet. Nach der Oberfläche bearbeitet er die Seiten. Das ist Augenmaß, 40 Jahre Praxis. Crémieux braucht nicht zu messen. Dieses spindelförmige Profil wird dem Fass seine gewölbte Form geben. Es handelt sich jetzt darum, die zuvor mit der Axt grob behauenen Stellen mit dem Glatthobel zu bearbeiten und die äußere Fläche abzurunden. Gute Arbeit kann nur mit gutem Werkzeug geschaffen werden. Herr Valentin pflegt mit Sorgfalt sein Werkzeug, weil die Präzision der Arbeit von ihm abhängt. Mit der frisch geschliffenen Hohlaxt bearbeitet Crémieux nun die Innenwand des Fasses. Er vermindert die Dicke in der Mitte. Diese Art ist die innere Gestalt des Fasses angedeutet und die nachfolgende Aufwölbung des Holzes erleichtert. Von neuem geht's auf die Werkbank.
Ein neues Gerät wird benutzt, das Cremieux vor allem einmal mit einem fettigen Tuch abreibt. Dieser kleine Konvexhobel beendigt den ausgehöhlten Teil, welcher die innere Oberfläche des Fasses bilden wird. Er glättet die Schläge, damit bei der späteren Bearbeitung keine Risse entstehen. Dieses Mal werden die 30 Fassdauben, welche zur Fertigung des Ochshoftes notwendig sind, wieder durch die Hände des Fassbinders gehen. Mit dem Bankhobel gibt der Gehilfe der Daube ihr Fertigprofil. Sie kann sich also ganz genau mit den anderen zusammenfügen, wodurch das Fass tadellos dicht wird. Diese letzte Arbeit ist bei weitem die wichtigste. Die derart bearbeiteten Holzstücke heißen nun Fassdauben. Der Gehilfe schätzt die Breiteverringerung von der Mitte bis zum Ende, indem er mit dem Finger das Daubenende im Hobel misst. In der Mitte der Daube hat das Holz auf der ursprünglichen Fläche seine Patina behalten, was man Zeuge nennt, weil dieser Umstand den sparsamen Umgang mit Rohmaterial beweist. Die schlüsselbenannte Schablone ist für die Lehrlinge bestimmt und gestattet eine Prüfung des Schnittes der Daube, welche den eigentlichen Fasskomplex darstellt. Aus Fabrikationsbequemlichkeiten werden die das Ochshoft bildenden Dauben in drei Teile aufgeteilt. Auf diese Weise kann man in Bruchteilen den Fassumfang entwickeln und ihn mit Hilfe eines Zollstabes abmessen. Zuerst wird in der Mitte gemessen, wo 40 Zoll gefunden werden müssen. Dann an den Enden, das heißt 33 Zoll, ganz genau, einerseits und andererseits. Der erste Arbeitstag ist beendet. Bevor er die Werkstätte verlässt, setzt der Gehilfe die Dauben unter Wasser, wo sie die ganze Nacht hindurch einweichen. Am nächsten Tag sind die durch das Wasser geblähten Dauben zum Bau des Rumpfes bereit. Sie werden einzeln miteinander verbunden. Eine mit einem leichten Reifen vermietete Holzunterlage dient als Stütze der ersten Stücke. Das heißt, zwischen die zusammengelegten Dauben wird nichts eingelegt. Die Elastizität des Holzes, das genaue Profil der Dauben, das Zusammenziehen der eisernen Reifen genügen, um die Dichtigkeit des Fasses herbeizuführen. Die letzte Daube wird dieses wackelige Gebäude ergänzen, als ob sie die Hauptstütze wäre. Man verstärkt nun das Ganze mit Modellreifen, welche in der Herstellung von Halbochshoften immer die gleichen sind. Mit Schlägel und Hammer beginnt nun der Gehilfe das Klopfen. Diese antike, traditionelle Geste des Fassbinders wird nun während der ganzen Fabrikation andauern. Der Arbeiter nivelliert mit dem Hammer den Kopf entweder durch Herauf- oder durch Einklopfen der Dauben. Der leichte Reifen wird durch einen stärkeren ersetzt. Die Wölbung erfolgt durch Heizen des Rumpfes auf dem unteren Teil des Fasses. In diesem Handwerk geht nichts verloren. Mit den aus der Bearbeitung der Dauben ausfallenden Spänen wird geheizt.